Hallo und herzlich willkommen bei O Bettermann. Wir möchten Ihnen heute die Neuheiten vorstellen. Ja, was da speziell, Carsten? Ja, wir durften ja, und das heißt nicht nur wir, generell Light and Building wäre natürlich die Plattform gewesen, wo man alles hätte vorstellen können. Wurde abgesagt, kommt jetzt im September, Oktober nochmal neu auf den Platz hier. Mal schauen. Bis dahin müssen Sie sich jetzt halt mit dem digitalen Zwilling von O Bettermann zufrieden geben. Das sind jetzt wir beide. Neuheiten, Produkthighlights, Kommunikationsstruktur hat sich ein bisschen geändert bei uns. Wir haben jetzt eine andere Kommunikationsstruktur, die wir jetzt, glaube ich, mal vorstellen müssen. Genau, gehen wir jetzt sofort drauf ein. Vielleicht kurz zu unseren Personen, die Sie in Zukunft auch häufiger in dieser Konstellation sehen werden. Mein Kollege Carsten Ausner aus dem technischen Office. Und mein Kollege Patrick Wilgeshoff vom Marketingbereich, der betreut Sie in Sachen Webinare, Schulungen und auch der OBO Academy. Alles, was dazugehört. Genau. Wir starten mal mit der neuen Kommunikationsstruktur bei OBO Bettermann. Die neue Kommunikationsstruktur, ja, sieht wie folgt aus. Wir sehen es hier schon, Carsten, sie ist aufgeteilt in drei große Bereiche. Richtig, also wir haben aus den 7 Produkteinheiten, die hier bekannt sind, quasi 3 Anwendungsbereiche erstellt. Industrieinstallation, da ist alles drin, was wir vorher im Bereich KTS fand und VBS und ein bisschen was von ES. Dann Gebäudeinstallation, logischerweise LFS und UFS. Und Schutzinstallation, jetzt darf man fragen, Schutz, aha, Brandschutz und Blitzschutz, Carsten. richtig, da hört ich fast auf. Ja, so sieht's aus. Genau, Sie sehen hier nochmal die Icons einfach der Wiedererkennungswert für die drei zukünftigen Installationsbereiche. Ab sofort können Sie sich auf unserer Homepage hier auch gerne mal durchklicken, was genau dahinter steckt. Zur Homepage, gerade schon das Schlagwort gefallen, gelang mir jetzt. Wie Sie es gerade vielleicht schon gesehen haben, haben wir unter dem Bereich Produkte sind die drei Installationsbereiche bereits aufgeführt. Und da können Sie sich einfach mal durchklicken. Wir haben es jetzt einfach, ja, lösungsorientierter gestaltet, Richtig, genau. anwendungsfreundlicher. Du findest genau das wieder, was so auch die drei Bereiche sind, auch in den Kreisen, großen Oberkategorien. Der Rest hat sich nicht verändert. Also wenn Sie jetzt versuchen, ein Zertifikat oder Downloads oder anderen Sachen, Artikelnummer, die können Sie nach wie vor oben in das Suchfeld Genau. eingeben. Und was da erscheint, ist wie für Sie gewohnt. Es hat sich lediglich die Struktur geändert, wie man es wieder auffinden kann, wenn man es auf den Tisch legen würde und so einen Baum erstellt. Genau. Einfach zu Ihrem Vorteil auch. Wir wollten einfach, dass Sie schneller zum Ziel gelangen, schneller Ihr gewünschtes Produkt finden und deshalb die neue Struktur. In diesem Rahmen haben wir auch die neuen Kataloge entworfen. Das heißt, wir haben jetzt auch drei große Kataloge. Große Kataloge, Genau. Und richtig. da finden Sie auf den Deckblättern immer entsprechend in der Subheadline, welche Produktbereiche dann dort aufzufinden Du sind. siehst ganz oben rechts, ist das kleine Icon hier zu erkennen: Industrie, das Industriegebäude, Gebäude, diese Bürogebäude-Symbolik und das Schutzschild für Protection, Schutz, gibt mir Schutz. Und wie gesagt, wir haben diese drei neu erbracht. Es fehlen darin aber die Planerkataloge. Und die haben wir separiert. Wir Das haben stimmt, nämlich zwei Carsten. neue Planungshilfen. Genau, für die Bereiche Genau, Gebäude und Installation. Installation und Genau, Industrie. für die alten oder den Bereich Schutzinstallation. Haben wir ja schon so solche Brandschutzleitfäden und so einen Blitzschutzleitfaden. Genau. Der ist so gut, den haben wir erstmal nicht angefasst, weil der ist auch bewährt und beliebt. Den lassen wir so. Also Sie haben zukünftig, halten Sie 5 neue Kataloge in den Händen plus die beiden Und alten. die beiden. Und das ist alles bestellbar ab sofort auf unserer Homepage. Homepage ist online, ja, Genau, die ist ist online. online. Oder Sie haben auch die Möglichkeit, die entsprechenden Unterlagen als PDF herunterzuladen. Genau, von der Kommunikationsstruktur zu unseren Produkthighlights, die wir Ihnen gerne auf der Light in Building jetzt im Frühjahr vorgestellt hätten. Aller Voraussicht nach findet sie ja jetzt im Herbst statt. Wir greifen jetzt vorab und stellen sie hier über das Video vor. Genau, da haben wir auch wie folgt die drei großen Installationsbereiche. Wir beginnen mal mit der Industrieinstallation, Carsten. Genau, wie wir sehen und schwer erkennen. Das ist so ein Blick in unser Metallkompetenzzentrum. Da wurden ja auch natürlich Produkte von uns verbaut, logischerweise. Also Industrie nochmal im Kopf behalten, Kabeltragsystem, Verbindungssysteme für die Industrieinfrastruktur. Gehen wir Genau. auch gleich schon zu unserem nächsten. Ja, kein Highlight in dem Sinne. Auch nicht neu, es ist Nein, bekannt. wir möchten sogar ein Ja. bisschen pushen. Gerade die T-Serie, die ist ja schon sehr am Markt etabliert. Die möchten wir nochmal dieses Jahr noch zukünftig mal einen kleinen Schwups geben, weil die ist so vielfältig und so gut, sag mal, aufgebaut als Multitalent, nicht ohne Zweifel so zu benennen. Definitiv. Dann haben Aber wir die das, Rohr.
Kabelrohrbefestigung, einfach auch kein neues Produkt für Sie, Nein. aber was ist neu, Carsten? Das ist die ganz linke, die kleine, die Dezent, die möchte ich am liebsten verstecken. Das ist jetzt die Zehner-Grip, die ist jetzt auch anreibbar. Das heißt, das, was Sie mit den anderen schon konnten, anreibbar, angliedern, untereinander, übereinander, kam mit der kleinen jetzt auch und soll so quasi die Lücke schließen, auch wenn jemand nur 3, 4 Leitungen verlegen möchte mit einer Grip-Sammelhalterung, kann er das jetzt tun. Die 10 steht sinnbildlich für 10 3x1,5 an der Y-M-Leitung. Genau. Da rein. Super. Dann geht es rüber, die Klemmbefestigungssysteme bei Uwe Bettermann. Da haben wir jetzt mal die das Befestigungsklemmstück mit der Druckplatte. Ja. Druckplatte, ist das hier das entscheidende das Wort? Druck, genau. Ne? Es gab vorher diese Schraube zog man an. Dann konnte es passieren, das war eigentlich nicht tragisch, aber es konnte passieren, dass so eine Beschichtung von so einem Träger ein bisschen abplatzte, ein bisschen aufraute oder zerstörte. Haben wir jetzt nicht mehr, weil wir jetzt eine Druckplatte haben, die gleichmäßig den Druck beim Anziehen quasi aufbringt. Ja. Und dieses Klemmbefestigungselement ist wirklich toll. Wenn Sie eine kleine Rinne haben, die Sie in den Träger hochfahren müssen oder Sie oben, wie das Bild darstellt, als Kragarm erstellen möchte, ist das perfekte Bauteil. Druckplatte, wie gesagt, anziehen. Man merkt es schon, wenn es feste ist. Und sollte man. Sichtbar. Ja, genau. Und es schützt einfach die Oberfläche der Produkte. Genau, dann aus dem Projektgeschäft etwas Neues. Das kann man der Befestigungswinkel? Das kann man auch offiziell sagen, es war das große Logistikzentrum von Engelbert Strauß. Die haben eine sogenannte Pi-Decke und diese Pi-Decke, die sieht ein bisschen aus wie so ein Sägezahn nach unten, wie eine größere Tapetdecke. Das läuft schräg zu. Es ist nicht ganz so einfach, was zu befestigen. Bei unseren Stielen und Kopfplatten hat es da auch ziemlich, da kann man schnell ein Limit, wo man nicht mehr machen konnte. Also haben wir uns überlegt, dann erstellen wir gleich neue Winkelsysteme. Das linke ist stellvertretend für die Kleinstiele, US3, und das rechte System kann man auch schon in Quersägen erkennen. Das ist für diese US5 und US7 Profilserie. Vom Prinzip ziemlich einfach gehalten. Man nimmt sich 2 Winkel, links und rechts, mit diesem Stiel, 6-Kant-Schrauben durch, Distanzstück nicht vergessen, dann zieht man die an, lässt das vor ein bisschen auspendeln nach unten hin, dann sieht man auch, dass das Jod recht fällt, zieht die an und wir haben eine stabile, gut aussehende, gerade in der Sichtverlegung, Befestigung für das Kabeltragsystem. Genau, wo du auch gerade gesagt hast, gut aussehend, danke. Die Quickwire. Ach so. Du warst jetzt nicht gemeint, ja, ich sprach von der Quickwire. Ja, Quickwire. Du weißt selber, das hatten wir schon mal vor Jahren. Ja, vor zig Jahren. Richtig. Wir haben es jetzt nochmal neu aufgelegt. Wir haben es nochmal neu, wie wisst ihr, ein Relaunch. Es kommt ja ein gutes Blatt, gut mal wieder. Ja, aber hier ist es ja so, wir haben gerade beim Seilsystem immer die Problematik, dass man da mit sehr vielen Zusatzmodulen arbeiten muss, mit einer Seilkausche, man muss eine Schlinge erstellen, man braucht ein Seilschloss, ist ein bisschen filigran und die wenigsten haben da auch zu die große Lust, dann greifen lieber auf eine Kette zurück. Seil hat viele, viele Vorteile, von der Belastung her gesehen wesentlich höher als eine Kette, aber sie ist filigraner. Du siehst ein Seil weniger an der Decke, wenn eine Rinne befestigt ist, als eine Kette. Also quasi schweben, Carsten. Schwebend, richtig. Und da wir nicht wussten, was sie daran befestigen wollen, haben wir die Möglichkeit gesagt, gut, dann machen wir 7 fertig fortkonfektionierte Seilsysteme in verschiedenen Längen und auch in verschiedenen Größen mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten. Perfekt. Ringgröße, Multifunktionswinkel und. Also das, was Sie benötigen, werden Sie empfinden. 7 verschiedene Sachen, da wird es auch passend für Sie. Und der Vorteil, es ist super einfach zu montieren. Ja. Wir brauchen kein Werkzeug. Nein. Und es ist stufenlos, Carsten. Das Seilschloss kann man sogar mit 2 Fingern kann man das verändern. Wir können die Schlaufelängen verändern oder das Seil generell verändern damit. Da braucht es nicht irgendwie schweres Gerät. Das ist eigentlich ziemlich zügig und einfach. Definitiv nicht. So, vom Spray zur Dose, würde ich sagen. Vom Spray zur Dose. In Zeiten der Hamsterkäufe hat jeder von uns schon Dosen. Wir haben auch Dosen. Die Zink-Ausbesserungsfarbe. Richtig. Wir hatten das Spray, haben wir immer noch im Programm, aber es war die Frage nach, ja, ein größeres Gebinde, Dosen an sich ist ja nicht schlecht, aber es wäre nicht schlecht, wenn wir so eine Dose hätten zum Öffnen, wie man es kennt, mit Pinsel auftragen, das ist der Clou daran ist, das ist mir auch nochmal überlegt worden, es macht ja auch Sinn, wenn ich jetzt eine Schnittkante habe von so einem Stiel, der ist so groß, dann kann ich einfach eintunken. Einmal kurz eintunken, abtropfen lassen und da kommt da, das ist dann auch Zinkspray oder Zinklack, wo sonst der Pinsel nicht hinkommen würde. Ja, super. Dann kommen wir zur Kabelrinne. Da haben wir die Deckelklammer für ungelochte Deckel. Haben wir schon bereits für das begehbare Kabelsystem. Jetzt haben wir uns überlegt, ja, die Anforderungen dahingehend waren da.
Viele möchten gerne eine Sicht, also man möchte keinen Drehegel verwenden, weil man das sieht und man hatte keine Lust, den Drehegel einzubauen. Kann man verstehen, aber wie den Deckel dann befestigen? Der fällt dann runter, rutscht runter. Und da kommt die Deckelklammer ins Spiel. Und die passt jetzt wirklich für alle, ich sag mal, für alle Rillensysteme, für alle Blechstärken von 0,75er Blech, für unsere einfache RKSN. Und ich hätte fast gesagt, sie ist bombenfest, aber da müssen wir einen kleinen Hinweis ergänzen. Wenn jemand sagt, oh, die ist ja wirklich so stramm da drauf, was sie wirklich ist, ich mache es einem Außenbereich. Nein, Außenbereich nicht. Da gilt nach wie vor der Hinweis, im Außenbereich noch zusätzliche Sicherungsmaßnahmen, entweder eine selbstfuhrende Schraube durch den Deckel in den Holm der Kabel drinne oder im Spanndrahtseil oder im Spannseil drüber spannen. Das ist wirklich, weil da sind Sie leider selbst in der Verantwortung, im Außenbereich das zu sichern. Genau. Dann geht es weiter im bei unserem Kabelrinnensystem. Da haben wir die Klemmfeder. Also auch, das war eine Anforderung und ein Wunsch vom Kunden. Und ja, wir sind diesem Wunsch im Prinzip nachgekommen und haben dieses Produkt entwickelt. Wir versuchen, jeden Wunsch nachzukommen. Erstmal, ja, dafür sind wir bekannt. Ich meine, das ist Qualität. Wir beide stehen dafür da. Nein, es ist immer so gewesen. Gerade in der Automotive-Branche bei den begehbaren Kabelrinnensystemen oder Kabelkanalsystemen, das muss ich eben kurz erwähnen. Die begehbaren Kabelrinnen, die finden Sie jetzt im Industriekatalog, also für die Industrieanwendungen, in dem Bereich Industriekanäle. Da taucht die begehbare Rinne auf. Die ist also nicht verschwunden. Man muss sich auch ein bisschen mal dann durch vorne, kann man sie sehen, taucht sie auf. Aber das nebenbei, by the way. Also, genau. Da ist immer das Problem gewesen, dieser Schutzpotenzial, der mitgeführt werden sollte, wenn die Anforderung da war, da lag immer eine Leitung in dem Rinnen unten drin, die war verschmutzt, verstaubt und man fand sie nicht wieder, weil da noch alle andere Leitungen drin lag. Da kam die Überlegung, wie kann man die separieren? Und das ist die Klammer. Man klemmert die Arme oben ein in den Holm der Rinne oder des Kanals. Dann haben wir unten die zwei Augen. Und da passt genau das Seil rein, was sich da mitführen lässt. Es sieht formschön aus. Und wenn du den Deckel öffnest, oh, da ist er ja. Ja, perfekt. Und dazu passend haben wir die Anschlussklemme für das Leiterseil. Genau, weil die haben nicht nur immer gerade Strecken. Ab und zu geht es auch mal nach links oder nach rechts in Abzweig. Und dann müssen wir natürlich dort auch das Seil reinführen. Jetzt kann man sich überlegen, wie macht man das am besten. Dann nahm man diese kleine Anschlussklemme, die passt genau in diesen Zwischenraum von der Schelle, die da oben reingelegt wird. Und dann kann man unten noch einen Seilabgriff dranbringen und mit einer Mahnschraube befestigen. Und dann geht man einfach in den Seitenarm des Kabelkanals rein. Ja, super. Auch geeignet für Gitterinnen. Passt rein. Du hast aber hey, ab und zu passen wir auf im Marketing, ja. In der 3-9-3-Strecke für die Gitterin passt dieses Klemmstückchen auch da rein, richtig, das führt mit. Wenn da einer einen Samen mitführen würde, ideal. Perfekt. Dann geht's ab zum Hovercube. Das Produkt kennen Sie auch, aber wir haben es ergänzt. Ja, jetzt hätten wir eigentlich Michael J. Fox hier haben müssen. Haben wir jetzt aber nicht. Präsentieren können. Hoverboard, Hovercube. Genau, es ist der bekannte Würfel, der VH4. Den wir jetzt schon vorbestückt quasi Ihnen präsentieren. Da ist eine CE-Steckdose drin, eine Schuko-Steckdose und Sie haben links diese kleine Ausbuchtung, aus dem der plastische Kappe drüber. Das ist ein Leitungsschutzschalter oder eine FI-Einheit. Oder, wenn Sie möchten, ein Überspannungsschutzgerät, das man nur einbringen kann. Das wird so fertig bestückt zu Ihnen geliefert und Sie haben die vierte Seite frei, zur freien Verfügung, was man immer dann möchte. Und das ist das Beste, diese Einheit mit der FI-Stecker oder dem Leistungsschalter, die gibt es separat zu kaufen als Kit und es ist abwärtskompatibel, bis auf 30 Jahre. Hey, da das heißt auch, da war ich noch gar nicht hier, da war ich vielleicht gerade in der Planung, aber da ist es dann so, das heißt, ich kann auch meine Altgeräte nutzen und da das neue Teil entsprechend einsetzen. Richtig, da diese Würfel quasi unkaputtbar sind, sag ich mal. Perfekt. Überhängen die, da kann man auch sagen, das ist eine tolle Idee, man kann das da einbauen. Super, dann kommen wir schon zum nächsten großen Installationsbereich. Wir sind bei der Gebäudeinstallation, da haben wir auch nochmal aufgeführt, welche Produkte darunter fallen, nämlich Leitungsführungssysteme und Unterflurssysteme und auch ein Teil Einbaugeräte. Definitiv, weil was macht denn eine Unterflurdose ohne Einbaugeräte ist sinnlos. Genau, bringt dir nichts, genau. Und da starten wir vielleicht mal direkt aus dem Bereich Leitungsführungssysteme. Richtig. Das ist jetzt etwas, was wir so gesehen schon haben, aber dann nimmst du mit drei Teilungseinheiten. Man konnte auch so einen Leitungsschalter von mir so zwei FIs da einbringen, da war aber schon Ende der Fahnenstange. Mhm. Die Anforderung war da, wir möchten gerne noch mehr da einbringen. Logischerweise möchte man auch dann einen größeren Kanal verwenden. Und das ist jetzt die Einschränkung. Diese Einbaueinheit gibt es nur für die größeren Kanalsysteme. Also sie werden da unschwer mit dem normalen, mit den kleinen Einzügigen nicht arbeiten können. Wir brauchen einen gewissen Arbeitsraum. Aber man lässt den Kanal von links kommen, von rechts kommen, setzt das Teil in die Mitte, da kommen so Laschen drüber,
sieht dann auf den ersten Blick aus, als wenn es so sein müsste. Wir haben eine abschließbare Klarsichthülle oben drauf, die man sogar abschließen könnte. Ja. Das ist dann erhältlich. Für kleine Finger, dass sie nicht da reinkommen. Nein, generell, damit niemand da in die Schalter umlegen kann, was der sich nicht darf. Ganz einfach. Und ergänzt das Portfolio um Längen. Ja, super. So, dann geht's rüber in den Bereich Rehau. Sie haben sicherlich schon alle aus der Presse gehört oder aus den Fachzeitschriften. Wir haben den Bereich Leitungsführungssysteme von Rehau übernommen. Das heißt, das Cable-Management von Rehau bei Obo Wettermann. Mhm. Und möchte Ihnen hier aber nochmal den Signa-In vorstellen. Ne? Der Signa-Base, das ist Signa-Base 70, 110, 130, 170. Das ist ein wunderbarer Leitungsführungskanal, ohne Frage. Und der Signa-Base in Kombination mit diesem Kanalsteckdosen Signa-In macht die Sache ziemlich komplett, weil man kann die Steckdosen kenntlich machen mit einem roten Ring, mit einem grünen Ring. Man weiß sofort auf den ersten Blick, ah, das ist EDV, das könnte eine normale Stromversorgung sein und. Man kann es auch einfach lassen. Das Produkt ist stimmig, das Produkt ist gut. Wir haben uns gefragt, warum nicht mal einfach auch mal darauf hinweisen zu unserem eh schon vorhandenen großen Portfolio. Genau, und er ist bestellbar. Das heißt, wenn Sie anrufen bei uns im Kundenservice, beim technischen Office durchkommen, ja, und dieses Produkt fordern, wir können es liefern. Genau. Und dann geht es gleich weiter im Bereich Rehau, Leitungsführungssysteme. Da sind wir nämlich beim Sockelleistenkanal, auch neu im Portfolio. Ja, aber das ist natürlich jetzt das, was uns, was viele schon, ich will nicht sagen, darauf warten, aber das ist das Produkt, was man in der Modernisierung gerade in, ich sage mal jetzt nicht negativ gemeint oder abwertend gemeint, in den Plattenbaubereichen, in Ost, den ehemaligen, ich sag mal, ehemaligen DDR, wo ja immer noch modernisiert wird, da waren die Wände teilweise zu dünn, um da was machen zu können. Genau. Da ist dieser Kanal wirklich hervorragend für geeignet. Der wird unten platziert, sieht aus wie eine normale Fußkante. Ja, genau, wie eine Sockelleiste. Und du hast aber die Möglichkeit, da entsprechend Installationskabel durchzuführen. Und der Clou ist, ich weiß, ob du es weißt. Ich glaube, ich weiß es, aber ich gönne. Sag du es. Okay, der Heizungsmonteur wird ja auch zufrieden sein, weil der RAU Duo hat nämlich die Möglichkeit, dass man unten Elektroleitungen führt und eine Etage drüber sind die Leitungen für die Heizungsrohrmontage. Das heißt, ein Kanal deckt beide Systeme ab und das sogar zugelassen. Perfekt. Und das ist etwas, was nicht jeder kann. Nein. Obo kann es. Dann geht es über zur Installationssäule. Die haben wir auch entsprechend optimiert. Es ist jetzt kein neues Produkt, aber wir haben, was haben wir genau gemacht, Carsten? Wir schließen eine Lücke. Diese Installationssäule gibt es immer schon als Säule betrachtet, ja, als Industriesäule. Das war ja ein ziemlich großer Trümmer, der war ja auch stabil. Da kann man ja auch Gitterbinden oder Kabelbindungen befestigen, kein Thema. Und jetzt war die Nachfrage da, wir brauchen etwas, was quadratisch ist, was gut aussieht, wo man viel Belastung dran bringen kann, aber dann noch mit Teleskopschiene. Und das kann die. Wir können eine Teleskopschiene ausführen, dann geht das von 3,15 Meter bis auf eine Höhe von über 4 Meter, 4,50 Meter sozusagen, genau zu sagen. Da können wir quasi diese Säule verklemmen in einen Bürotrakt, in einen Bürobereich. Und selbst wenn es sichtbar sein sollte, dass diese Säule quasi teleskopisch rauskommt, ich weiß, ich habe schon gesehen, Carsten. Ja, sicher. Dann geht es weiter im Bereich Unterflur. Hat sich auch was getan bei uns? Ja, Vago Winster, das taucht jetzt auf. Wir haben dieses, wenn Sie die Consolidation Points sehen, auch die Leitungen, das gibt es schon identisch mit dem WLAN-System, was wir schon seit langem im Portfolio haben. Es kam immer der Nachfragen, dass man das Bauvorhaben mit Vago gebaut worden sind. Dann wäre es doch nicht weiter als, sag mal, warum nicht auch mit Vago arbeiten, wenn ihr nur WLAN habt? Und so haben wir uns überlegt, gut, dann erweitern wir das Portfolio und nehmen Vago Winster auch noch hinzu mit den gleichen Produkten, die Sie auch schon kennen von dem WLAN-Portfolio, nun auch mit Vago. Und der Clou daran ist, wir haben dafür auch noch Universalträger schon gleich fertig konfektioniert. Sehen Sie auf dem nächsten Bild, da haben wir nämlich schon die Universalträger mit Leitungen von Länge von 2,50 Meter bis zur Diodensteckdose, zum Consolidation Point. Das heißt, eine Bestückung oder eine Verkabelung von solchen Systemen ist denkbar einfach. Ja, super. Und dazu passen vielleicht aus dem Unterflurbereich die neue Bodensteckdose, Carsten, 54 Grad. 54 Grad ist nicht so heiß, aber die Montageplatte daran ist jetzt gesenkt um 54 Grad. Das heißt, wir können auch größte Stecker da reinstecken, sogar kleine Netzteile gehen. Man kann die Decke noch schließen. Natürlich, die Kabelausführung muss offen stehen, logisch, aber sonst bringt das ja nichts. Sicher, klar. Also, Deckel zu,
Prima Sache. Und wir können halt wirklich da auch Sachen verbauen, die vorher nicht möglich waren, weil einfach der Aufbau war zu groß. Die bekannten Vorteile der UD Home sind eigentlich auch im Markt schon bekannt. Einsetzbar, vielseitig, vorbestückt gibt es die bereits mit Geräteträgern, mit einer VDE und NF-Steckdosen, logischerweise. Die gibt es auch in Messing, da kann man die frei bestücken, ist mal so quasi selbst her über die Dose. Das ist gut. So, dann gehen wir auch schon in den letzten Installationsbereich, die Schutzinstallation. Hier nochmal aufgeführt in der Subheadline, welche Produkte wir hier finden, nämlich Blitz, Überspannungsschutz und Brandschutz. Blitz stellt es natürlich dar. Ja, Jetzt wird es gefährlich. jetzt wird's Nein, eben gefährlich. nicht, weil wir was haben, was nicht gefährlich macht. Und da habe ich hier was. Genau, du schön eingeleitet, nämlich der neue Adapterkasten. Genau, der NAR. Es gab, nein, letztes Jahr 2019 gab es eine neue TAB, also technische Anschlussbestimmungen, die wurden neu erstellt. Und da gab es halt in der Anwenderrichtlinie 4100, man muss einen Spannungsabgriff erstellen. Wir haben diesen Spannungsabgriff. Das ist ein kleines Bauteil, was sehr innovativ ist. Da hat man sich wirklich viele Gedanken gemacht, weil wir haben mehrere NARs im Programm. Das stimmt. Wir können aber mit diesem Bauteil alle NARs bedienen. Das heißt, die sind überall drauf, sichern, fertig. Und Astrein. man muss also nicht jetzt für jeden NAR eine eigene Sache hier bestellen. Der Sondern ist ein immer Produkt kompatibel, passt auf richtig. alle NNRs. Hier vorne ist ein QR-Code drauf, kann man erkennen. Wenn man diesen einscannt, hat man auch alle Informationen zu diesem Produkt. Das hier ist ein Muster, das bleibt bei mir. So geht's auch. So, geht's weiter mit der Funktionserhaltssystem. Und da haben wir die Steigtaste. Da ist auch etwas neu, Carsten, weil das hatten wir vorher so auch nicht im Portfolio. Ja, die Anforderung ist, einen Funktionsrad an einer leichten Trennwand zu realisieren oder an Gipsplatten oder was immer wir da auch haben, als leichte Trennwand definiert ist. Man kann daran nichts befestigen, das geht Genau, es ist einfach nicht. schwierig, Und es ja. geht nicht. Also, Ja. es geht schon über sehr viel Umstände mit Herstellererklärung Ja, und. ja. Und das wollten wir eliminieren, indem wir gesagt haben: Gut, dann überlegen wir uns mal, wie können wir Funktionen realisieren, ohne eine Wand zu berühren. Und da haben wir das. Wir haben eine hängende Steigetrasse. Die wird wirklich in eine Decke gesetzt, weil Decken sind meistens vorhanden, Sollten wir wie von ausgehen? Fußböden auch. Decken sind Hehe. vorhanden. Die pendelt wirklich runter, die hängt, ist unten im Loslager fixiert, ist nicht abhauen kann nach links oder nach rechts. Und erfüllt quasi alle Anforderungen der Normtralkonstruktion. Aus dem Materialprüfungsamt Leipzig liegt uns da das Gutachten vor. Das haben wir, das kann man nicht in Frage stellen. Und wenn jemand wirklich Funktionszeit realisieren muss, bis zu einer Höhe von 3,50 Meter, deckt das Gutachten dies ab. Wenn es darüber hinausgeht, bis, sagen wir mal, 4,20 Meter, 4,80 Gerne an Meter, uns wenden. genau, dann wird eine Herstellererklärung geschrieben, basierend auf dieser gutachtlichen Stellungnahme. Super, gehen wir weiter, vielleicht im Funktionserhalt. Da haben wir nämlich noch die Seilabhängung. Das haben wir Alleinstellungsmerkmal. Richtig, Hey. Funktionserhalt mit Seilen. Schön. Vor vielen Jahren undenkbar, aber doch durchführbar. Gut, wir haben nur 7,5 Kilogramm und auch nur eine 200er Rinne und auch nur einen Abstand von einem Meter. Aber wenn jemand wirklich Funktionserhalt machen möchte, eben Sichtbau. Wir haben ja sehr, sehr viele Sichtbauten, wo es einfach drauf aufkommt, optisch muss es gut aussehen, aber der Schutz sollte gewährleistet Genau, sein. dann wäre das auf jeden Fall eine sehr gute Wie Option. du vorhin schon sagtest, schwebende Installation. Man sieht, gut, schwebend, wir haben eine Limitierung, wir haben ein 3 mm Seil. Das Ja, ist ein da kommen wir bisschen, nicht drum rum. nein, So weit aber sind wir noch nicht, aber es wir sind immer noch arbeiten dran, Kompromisse. dass sie zukünftig vielleicht auch schweben. Wer weiß. Hammer. Ja. So, dann gibt es noch was Neues. Eine gutartige Stellungnahme zu dem Bereich Abschottungssysteme in Holzbauten, Carsten. Ja, wurde auch schon immer gemacht, aber es war möglich mit dementsprechender Herstellererklärung unseres Hauses, wo wir sagten, das sehen wir als nicht wesentlich an, das auch in Holz zu machen unter Vorbereitung von folgenden Dingen: einer Laibung aus nicht brennbaren Materialien oder einer Einbaustoff, einen formstabilen Rahmen. Das ist natürlich immer noch, mit einem Schriftstück kann man es alles nicht eliminieren, aber wir haben jetzt ein Gutachten erstellen lassen, das uns bescheinigt, dass mit unserem Schottsystem auch Schottungssysteme in Holzbau möglich ist. Das hat der Dr. Ingenieur Nause erstellt im Zusammenhang mit Herrn Kurt Meyerhoff. Das sind Koryphäen auf dem Markt, das sind Sachverständige, die einen gewissen Ruf haben. Und die haben uns dieses Gutachten erstellt, dass dies möglich ist unter gewissen Vorkehrungen, logischerweise. Wenn sowas gemacht werden soll, wie auch generell Funktionserhalt an Holz, dann bitten wir immer im Vorfeld, das mit dem Sachverständigen zu klären, dass man das vorhat. Man legt dann halt die Gutachten vor oder Prüfzeugnisse und sagt, was halten Sie hiervon? Das wäre doch eine Maßnahme, die ich so anwenden könnte. Und den meisten ist es so, dass die Sachverständigen dann damit d'accord gehen und sagen, prima, wenn es genauso aufbauen, wie der beschrieben ist, wunderbar.
Aber wir haben ein eigenes Webinar, was nur Brandschutz an Holz sich befasst. Und da werden wir auch diese Fragen nochmal explizit Da klären. sprichst du was sehr Gutes an, nämlich die Obo Academy hat sich erweitert in ihrem Schulungsangebot. Das heißt, die bisher bekannten und altbewährten Seminare und Planertage mit aktuellen Themen zu allen Schwerpunkten bieten wir natürlich weiterhin über die ganze Bundesrepublik an. Neu ist das Webinarangebot. Und da sehen Sie die beiden Kontrahenten schon oder die beiden Darsteller, die dann zukünftig das vertreten werden, diese Art der Schulung. Carsten Ausland und Patrick Wiggeshoff. Wir machen da so eine Art, wir betreten nicht Neuland, aber wir versuchen das Medium ein bisschen zu erweitern. Wir fangen mit Brandschutz an, passend Genau, dazu. Brandschutz ist das erste Thema und da versuchen wir ihn einfach in kurzen und kompakten Vorträgen die wichtigsten Informationen zu den einzelnen Themenbereichen zu verschaffen. Ja, und wo finden die Kunden diese Informationen? Wo finden Sie die Informationen? Das stimmt. Unter dem Bereich Obo Academy, da haben wir bereits alle Themen aufgeführt mit entsprechenden Terminen. Sie müssen sich im Prinzip nur noch anmelden. Wir Genau. freuen uns, wenn Sie uns demnächst da mal Und das zuhören. Schöne ist, der Platz ist da. Sie müssen sich nicht reindrängeln oder ich komme Nein. viel zu spät, ich muss mich noch umziehen. Sie können da auch ganz Gar kein unbedarft Problem. vor dem Bildschirm sitzen, lauschen uns zu, schauen unsere Gesichter und wir hoffen, dass es auch diesmal, das ist das erste Mal für uns, war eine Premiere irgendwo, ne? Stimmt. Dass es Spaß gemacht hat, dass Sie sich auch daran erfreut haben, nahmen was mit, ein Stück weit konnten Sie auch abholen. Das wäre auch nicht schlecht. Haben Appetit bekommen auf die Webinare, die da demnächst Appetit auf kommen. mehr, richtig. Appetit bekommen auf mehr. Und wir bedanken uns und sagen auf Wiedersehen und bis bald. Tschüss. Tschüss.